Hallo, willkommen zum Stardew-Wochenende in der dritten Woche schon. Der Frühling ist fast rum. Eieiei, so schnell kann es gehen. Komm, wir fangen wie immer an, ne? Wetterbericht, unser Lieblingskanal, Koso 5. Leider keine Cartoons am Morgen. Aber willst du machen, ne? Deine Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung in Form von Let's Plays. Morgen wird ein wunderschön sonniger Tag. Das klingt doch wunderbar. Aber mein Handy klingelt. Das muss ich mal eben auf umschalten. Ich habe eine E-Mail bekommen. Blablabla. Ton aus. Nein, Ton aus, nicht Lampe aus. Was soll das denn? Ich sag's euch, die Folge startet doch schon super, ne? Alles, was schief gehen kann, geht schief. So, wir haben ein paar Kartoffeln. Wir haben eine Katze. Die Katze möchte ein bisschen Wasser in ihren Napf. Schwupp, wir haben noch jede Menge Blumen. Die werden aber erst nächste Woche zum Ende des Frühlings geerntet. Wir haben hier ein paar Kartoffeln geerntet. Eine Tonne an Kaffeebohnen. Wow. That's a lot. That's a very lot. Dann hier unten noch. Ich habe da vergessen, gestern Abend die Stelle zuzumachen. Egal. Sollen das Schweine mal ein bisschen rumlaufen. Tiere, guten Morgen. Oink, oink. Oink, oink. Und hier oben war auch noch eins. Nein, nicht an dem Blumenkohl. Bitte don't fressen meinem Blumenkohl. Dankeschön. Oh ja, ich muss hier, ich sollte hier mal, Zäune da noch hinbauen. Schub, schub, schub. Oh, dankeschön. So, euch sage ich auch noch guten Morgen und hallo. Guten Morgen und hallo. Guten Morgen und hallo. Und guten Morgen und hallo. Oh ja, ich muss hier Zäune umbauen. Ja, so. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich guck mal ganz kurz, ich habe hier ja den Autosammler. Oh, perfekt. Lass ich erstmal drinnen. Weil dann kann man nachher ordentlich die Käse reinlassen. Wir müssen aber noch von manuell die einsammeln, aber wir haben keinen Platz dafür. Okay, gut. Ich lasse die Eier erstmal liegen. Die kann ich auch morgen aufsammeln. Dann wird der Stall morgen extremst voll sein. Aber das ist okay, weil wir wollen das Wochenende fischen. Ich habe noch den Plan im Kopf, dass wir die Gemeindesäuberung von Linus haben. Wir haben noch genau 3 Tage, also genau noch das Wochenende. Ich wollte dafür auch eigentlich die alte Angel mitnehmen. Die habe ich aber nicht mehr. Deswegen lagern wir hier kurz alles ein. Bei den Fischen passt da noch was rein. Die Algen, ja gut, okay. Gut, den Rest schmeiß ich mal. Den Trüffel schmeiß ich mal hier rein. Den Rest schmeiß ich hier komplett rein. Okay, das kann ich behalten. Das kommt da rein, das kommt da rein. Das kann ich euch tun. Das kann da rein, das brauche ich gerade nicht. Kartoffeln können da rein. Perfekt. Dann kann ich hier noch was einlagern. Ja, kommen die Steine tue ich dazu. Das Paket tue ich mal dazu. Das kann ich euch mal alles behalten. Ja, eigentlich ist das hier so die Geodenkiste. Ah, die machen wir mal mit Müll hier voll. Zack, zack, zack. Das kann ich direkt hier oben reinschmeißen. Ja, dafür gibt es heute keine Mayonnaise und dies und das. Aber ich glaube, das können wir einmal vertreten. Einmal. Das schmeiße ich damit rein. Das schmeiße ich damit rein. Das schmeiße ich damit rein. Die Gießkanne kommt. Ich schmeiße mal da gerne meine ganzen Werkzeuge rein. Und nehme nur meine Angel mit. Denn wir wollen jetzt in die Berge gehen und aus dem See angeln. Ziel ist es, wie viel Müll müssen wir sammeln? 20 verschiedene Arten von Müll müssen wir sammeln in den nächsten 3 Tagen. Und in den Container hinten beim Bahnsteig werfen. Das macht Linus glücklich. Wir kriegen was Cooles von Linus. Weil die anderen haben uns ja auch immer alle was Cooles gegeben. Jetzt hier Piazza jetzt ja den Versandbehälter. Das war's. Ich habe gerade wirklich gefühlt ewig gebraucht, das Wort Versandbehälter rauszufinden. Okay, da blubbert's. Aus dem Blubber kriegen wir manchmal auch ein bisschen Müll raus, ne? Ein bisschen Müll nehmen wir gerne. Ich habe jetzt auch keine Sachen an den Angelhaken, in der Hoffnung, dass das einfach hilft, dass da mehr Müll rauskommt. Da können wir hier mal nicht drücken, noch einen Schluck Energy. Die Kiste pfeife ich. Wo könnte eine Kiste Müll drin sein?
der mich dem Ziel näher bringt. Also noch getroffen. Treffer. Da will man einmal keine Fische haben, ne? Und dann angelt man nur Fische. Da sucht man einen speziellen Fisch, kriegt noch Müll und andere Fische. Kein Fisch? Kein nichts angewiesen? Ne? Okay, dann überlege ich mir jetzt erstmal, worüber will ich denn jetzt quatschen mit euch? Oder was will ich euch bequatschen? Weil das wird jetzt ja eine recht monotone Folge, wenn wir nur am Angeln sind. Und wir versuchen hier möglichst viel Müll rauszuholen. Und ich habe mich tatsächlich hingesetzt. Ich habe ja gesagt, ey, muss ich mich mal hinsetzen, muss ein paar Themen raussuchen und hier und da. Habe ich versucht, aber da kam halt nur Müll bei rum, was so reinkam. Also wenn man googelt, so, ha, was sind so interessante Themen, die man mal ansprechen könnte, das sind ganz oft Themen, die man eigentlich gar nicht ansprechen möchte. Was ich hier zum Beispiel vermeiden möchte, oh, das ist der nächste Blubber-Stream. Genau, ich will den nächsten Blubber-Stream vermeiden. Nein, was ich ja gerne hier vermeiden möchte, ist irgendwas mit Politik, aktuelle Geschehnisse, die so verheerend sind, wie diese ganzen Kriege, die alles momentan hier wüten und. Das ist echt Gesprächsstoff Nummer 1. Man kann da guten Gesprächsstoff draus machen, aber boah, nee. Nee, lass mal. Das ist, das passt hier nicht rein. Das passt hier nicht in ein so schönes Spiel wie Stardew Valley rein. Ich lasse den mal eben schnell wegangeln, weil wir wollen Müll. Kommt schon. Bumm. Wir wollen hier ein bisschen entspannt machen und ich will Let's Plays auch unterhalten machen und hier nicht irgendwelche Politik Podcasts oder keine Ahnung was draus machen, sondern ich will Computerspiele spielen und will euch dabei entertainen. Und sowas kann man damit halt nicht reinbringen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Weiß ich noch nicht mehr ganz, weil mein Hirn lässt auch langsam nach. Ich werde auch nicht mehr der Jüngste. Okay, ich lasse den Blubber-Stream jetzt. Ich versuche hier Müll auszuangeln. Und eine der ersten Sachen, die mir halt eingefallen sind, ist tatsächlich das Streaming. Worüber ich gerne quatschen kann, möchte, weil, oh, Glück gehabt, unter jedem Video, was ich bisher gepostet habe, habe ich natürlich überall meinen Twitch-Link mit drunter gepackt. Und ich muss auch dankbar sagen, ey, da haben Leute schon reingefolgt, obwohl ich Monate nicht live war. Und die Sache ist, ich habe richtig Bock, mit der live zu gehen. Ich habe Pläne, ich habe Visionen, ich habe Halluzinationen von mir aus auch. Nein, aber ich glaube, man kann sich denken, mir juckt so ein bisschen in den Finger. Ich möchte natürlich auch irgendwie live mit den Leuten interagieren. Und bei sowas dann merke ich, bringt das auch ein bisschen was. So, hier ist es jetzt so bei YouTube, bei den Let's Plays. Ich mache Let's Plays, ich habe Spaß, ich quatsche dabei, hab keinen Fisch geangelt zum Beispiel, hab trotzdem Spaß daran und ich lade es hoch und für die Leute, die es finden, ich habe noch die Maus berührt, okay, die es hier finden, die mit interagieren oder sich einfach nur angucken oder keine Ahnung was, ne? Das ist einfach ein schönes Gefühl, was beim Streaming leider halt nicht so schnell kommt, aber trotzdem juckt es mich in den Fingern. Ich habe den Fisch verpasst, weil ich hier gestikuliere. Ach, ich sollte nicht so viel gestikulieren. Und ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, wenn ihr Bock habt auf den Stream und ihr da vielleicht auch mitmachen wollt, egal ob aktiv oder als Lurk oder vielleicht was ich daraus so zauber und auch hier auf YouTube hochlade, weil da habe ich auch den einen oder anderen Plan. Ne? Herzlich eingeladen und Treffer. Diesmal geht mir der Fisch nicht weg. Kann man sich darauf einstellen, dass ich irgendwo Anfang, Mitte vom vierten Quartal dieses Jahres. Also, oh Gott, wer redet hier von Quartalen? Ey, wie so ein Geschäftsmann. Die Zahlen in diesem Quartal stimmen nicht überein. Entschuldigung, ja, ich weiß, wir haben nicht so gut verkauft und die Follows sind auch nicht reingekommen. Nein, Oktober, November, dann möchte ich ungefähr wieder starten. Das sind jetzt, oh ja, Müll. Das ist jetzt Müll. Das ist das, worauf ich abziele. Das hat noch einige persönliche Gründe, warum das gerade so spät ist und
hat irgendwie keinen Sinn, nämlich juckt sie in den Fingern und dann soll ich doch jetzt lieber starten, als bis Oktober, November zu warten. Das sind aber ein paar persönliche Faktoren mit dabei. Ich habe momentan zum Beispiel super viel auf der Arbeit zu tun und muss teilweise, das klingt jetzt richtig scheiße, muss teilweise einiges auch zu Hause machen. Jetzt nicht im Homeoffice in der Richtung, sondern in der Richtung Fortbildung und sowas zum Beispiel. Ne? Zertifikate, das ist alles leider dann auf privater Ebene, auch wenn es der Arbeitgeber übernimmt. Und bis dahin muss der Stream leider noch warten. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, das gebe ich zu, dass wenn ich jetzt einfach sage, boah, mich juckt es jetzt so richtig in den Finger. Und ich muss jetzt unbedingt streamen. So, ich hätte Bock dazu, definitiv. Aber ich habe dann auch Angst. Ich habe wirklich Angst davor, dass wenn ich da jetzt übereifrig reingehe und den Stream starte und dann nach 2 Wochen wieder die Lust dran verliere, weil irgendwas dazwischen kommt oder keine Ahnung was, dann bringt mir das auch nichts. Und dann für Leute, die mich kennen, die wissen ja, bei mir ist das tatsächlich sehr, sehr ambivertiert. Das ist bei vielen meiner privaten Projekte. Dass einfach so eine richtige Halbkurve bei mir kommt, der Höhepunkt kommt und dann sofort abflacht. Und da bin ich tatsächlich super viel dran am Arbeiten. Zum Beispiel jetzt hier mit den Let's Plays, dass ich das weitestgehend durchziehe, dass ich jetzt nicht mittendrin abgebrochen habe und ich bin auch mega froh, dass ich nicht abgebrochen habe, weil mir das einfach super viel Spaß macht. Und ich weiß auch, dass wenn es Richtung Streamen geht nachher, dass das mir genauso viel Spaß machen wird und ich auch genauso gute Erfolge sehe wie hier auf YouTube. So, ich bin jetzt aber nur noch ein kleiner Furz. Meine Road to 100 Subscriber oder Abonnenten, Subscriber nenne ich es lieber nur bei Twitch, weil da verwirrt man sich mal ganz schnell, weil auf YouTube ist das halt wie so ein Follow auf Twitch, kostenlos, und da ist es dann quasi umgekehrt, da ist ein Abo oder ein Sub, da zahlt man für. Deswegen, aber wenn ihr Bock habt drauf, ne, so diesen Quatsch, den ich hier mache, den Unsinn, den ich erzähle und einfach versuche, diese positive Energie, die ich hier in die Let's Plays rein tue, auch in die Streams rein tue und ihr das mitbekommen wollt, aktiv sein wollt oder nur lurken wollt oder keine Ahnung was, dann guckt gerne unten in die Videobeschreibung. Ich mache ja, wie gesagt, unter jedes Video kommen meine Links, die wichtigsten. Das sind Instagram und das sind Twitch. Da könnt ihr gerne bei beiden natürlich ein Foto da lassen. Auf Insta mache ich tatsächlich so, oder versuche ich regelmäßig so nerdigen Gaming-Content mit so ein bisschen Streaming und Let's Plays lasse ich da weitestgehend außen vor. Da kommen dann manchmal so Ankündigungen, hier hat was Neues gestartet oder so, oder startet jetzt den Stream. Da ist dann sowas bei, aber das war's dann auch. Ansonsten versuche ich wirklich so hier Bücher oder Videospiele, also Retro-Spiele, PS2-Spiele und sowas. Ne? Sowas versuche ich dann da so abzulichten. Oder auch Reels draus zu machen. Was eher, ja, sagen wir mal ehrlich, was ein bisschen mau ist, was ein bisschen mau läuft. Ich bin langsam erschöpft. Ich angle aber nur Fische. Wo ist der Müll, den ich angeln soll? Okay, Planänderung. Ich gehe nach Hause, gehe ins Bett. Und kaufe mir bei Willy nochmal die billige Angel. Ich glaube, die Fiberglasangel ist ein paar Level zu hoch dafür. Ah, jetzt habe ich ein Abfallstück gesammelt. Eins. Das ist nichts gut. Das ist überhaupt nichts gut. Aber hey, ich habe den ganzen Tag dafür verbracht, euch über den Streaming-Content, den ich so ein bisschen plane oder machen möchte. Oder angehen möchte, eher. Ich habe euch ja keine konkreten Halter genannt. Aber ja, sowas in der Richtung soll es halt werden. Ich nehme mal hier auch ruhig die Narzisse mit. Die sollte ich auf dem Weg nicht liegen lassen. Aber ja, einfach um das mal summa summarum für diesen Stardew-Tag abzuschließen. Ich möchte wieder streamen. Es juckt mir in den Fingern. Ich habe einfach so die Bedenken, dass meine ambivertierte Ader das als hoch pushen würde und dann wieder sacken lassen würde, weil wieder Arbeit etc. dazwischen kommt. Deswegen, ja, ich plane einfach fleißig weiter. Ich habe, wie gesagt, schon die ersten Ideen. Da werden dann hoffentlich auch noch mehr Ideen bei rumkommen.
Und dann will ich es großartig machen. Ich will es einfach nur großartig machen. So großartig wie der 19. Tag im Frühling des zweiten Jahres. Okay, heute muss ich aber... Okay, ich habe wieder die Tierschächte nicht zugemacht. Das ist aber, glaube ich, halb so wild jetzt erstmal. Ich gehe jetzt erstmal los. Okay, wir haben Post. Fangen wir damit an. Ich bin wirklich froh, dass du Teil unserer Gemeinde geworden bist. Ich habe einen Scheck über 500 G des Sterntautaler Agrarfonds beigelegt, um dir zu helfen, weiterhin gute Arbeit zu leisten. Vielleicht kannst du damit neues Saatgut kaufen. Grüß Louis, davon kann ich mir zwei Saatgut oder so kaufen. Danke für nichts, Louis. So, wir fangen an. Den Fisch brauche ich erstmal nicht. Weg damit. Fisch, weg. Das schmeiße ich gleich hier in die Kiste rein. Den Trüffelöl nehmen wir auch mit. Wir nehmen einmal die Gießkanne mit. Einlagern. So, streicheln Katze. Hallo Katze. Wir angeln was aus ihrem Napf. Aber das mit vorher Wasser rein tun, dass wir auch was rausangeln können. Würde zumindest Sinn machen. So, wir nehmen die Böhnchen mit. Denn wie sagt man so schön, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, jede Bohne einen Knall. Also rein damit. Die brauchen wir erstmal nicht verkaufen. Okay, hier sind schon die nächsten Kartoffeln. Die können wir auch gleich mal verkaufen. Oh, die Hühner sind sogar schon hier oben. Alle rennen sie schon raus. Wollen so frisches Gras und alles haben. Oink, oink, quiek, quiek. Nee, gack, gack. Quiek, quiek. Mäh, mäh, bäh, bäh. Mu, mu. Jetzt sollte ich hier wirklich mal Eier mitnehmen. Okay, noch ein Dino-Ei. Das ist gut. Das ist nämlich so das nächste, was dann gebaut werden soll. Ein neuer Schuppen, wo Dinos reinkommen. Okay, hier muss ich erstmal auf nix achten. Ich habe 14.000 G. Ich sollte eventuell Robin anhauen, dass sie mir Geld. Ein Geld, Leute. Preiselbeergeld. So, rein damit. Dann, was schmeißen wir jetzt da rein? Boah, wir haben ja jede Menge. Das wird jetzt kunterbunt hier. Wir machen dreimal Sternfrucht. Ne, du sollst die Sternfrucht reinknüppeln. Wir machen dreimal Apfelwoi. Wir machen das Ding da rein. Also Pulvermelone, das Ding da rein. Nein. Ja. Und da noch eine rein. Okay. Dann gucke ich mal eben auch, wenn ich schon so weit bin, nach den ganzen Zapfhähnen. Man könnte jetzt überall wieder Eichenharz drin sein, dann könnte man sich wieder ein paar Fässer mehr machen. Ich gucke mal eben ins Gewächshaus nach, wie die Sache mit den aktuellen Früchten hier aussieht. Okay, wächst und gedeiht. Da haben wir den ersten Eichenharz. Hallo, ein bisschen Eichenharz bitte. Dankeschön. So, die anderen Eichenbäume müssen erstmal noch wachsen. Ich schmeiß mal eben ein bisschen. Warte mal, brauchte ich Dino Mayo? Dino Mayo, dann mach ich einen Dino Mayo. Also dauert ja ein bisschen, bis die Dinos auch wieder Eier legen. Okay, das wird gerade hier so ein bisschen meine Klüngelkiste, habe ich das Gefühl. Ah, bum, 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 bum. Müll nehmen wir natürlich mit. Den wollen wir ja natürlich dann schön in die Recyclingtonne für den guten alten, ich wollte gerade Louis sagen, für den Linus. So, das ist erledigt. Wir düsen einmal los zum Ozean. Erst zum Ozean, Angel kaufen, dann angeln gehen. Richtig? Wichtigste habe ich mir eingesackt. Ja, erstmal einen Schluck trinken. Cheers. Oh, hallo Mr. Kent. Joey sagt mir, dass du wirklich ein Teil dieser Gemeinde geworden bist. Ich bin froh, das zu hören. Jawohl, Sir, Sir, yes, Sir. Nö, Muscheln lasse ich jetzt mal liegen. Oh, Willy! Willy, 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 Willy Wonka! Willy ist nicht da. Willy ist bestimmt im Gemeindezentrum.
Das ist Fluch und Segen des Gemeindezentrums. Klar, es ist geil, dass jetzt hier die Community das alles hat und hier und bla bla bla, aber dadurch müssen wir anderen leiden. Komm, wir schmeißen mal hier die Angel auch jetzt ins Wasser. Wir wollen nicht bis hoch zum Berg gehen. Hauptsache, wir angeln Müll. Ja, Algen zählen nicht als Müll, sorry. Müll bitte. Ihr habt doch bestimmt eine Menge Müll hier reingeworfen, Leute, oder? Kann ich aber mit einem Sieb oder Kescher durchgehen? Das ist, was ich sehen will. Ich habe hier... Ich hab Popel. Ist vollkommen natürlich. So. Ja. Samstag, Tag 2. Woher quatschen wir heute? Ich habe tatsächlich... Als ich die Themen rausgesucht habe, weil mich informieren wollte... Anja... Ein paar Sachen bei, die man noch regen kann, aber dann auch ein bisschen blöd oder so sind oder keine expliziten Themen, sondern so Errichtungen vorgeschlagen. Ich denke mir so, ja, gib mir doch lieber ein konkretes Thema vor, dann kann ich auch besser drüber quatschen. Und eins dieser oberflächlichen Themen, das sollte dann auch in so eine Richtung Deep Talk gehen und so, wie startet man einen Deep Talk und da braucht man die richtigen Themen. Und da war tatsächlich dann einfach Treibholz als Müll, oder? Das ist das Diskussionsthema, Deep Talk. Zählt Treibholz als Müll? Treibholz zählt als Müll. Das ist geil. Zählt das auch für Linus als Müll? Ja, perfekt. Nein, war tatsächlich das Thema Träume. Träume, das verbinde ich ja dann immer sofort mit Wünschen. Ich träume von etwas, ich wünsche mir auch etwas davon. Weil ich kann es nicht mal wirklich erklären, wie ich das sagen soll, aber wenn ich zum Beispiel von... Wenn man eine Zukunft vorstellt, von der Träume, dann sehe ich zum Beispiel ein großes Haus, ein bisschen abgelegen. Ich will jetzt nicht unbedingt in der Vorstadt oder in der Stadt wohnen, sondern eher schon dörflicher, wo dann auch hoffentlich, wenn man die Nachbarn da hat, dass das nette Nachbarn sind, mit denen man gut auskommt und. Aber das Wichtige, was mir ist, ist tatsächlich mit dem, ich sag mal, jeder wünscht sich ein großes Haus, ne? Am besten eine Villa mit riesigem Grundstück und Swimmingpool und sowas. Nee, ich würde eher mir dieses Haus in die Richtung wünschen, für wo man mit der Familie dann ankommt. Wo man die Kinder großzieht oder. Sowas dann halt in der Richtung, ne? Jetzt nicht für mich alleine hier so ein großes Haus. Ich wüsste nicht mal, wie ich das alles putzen sollte. Da müsste ich mir eine Putzfrau ja engagieren. Und ja, das ist so, wovon ich träume, was ich mir wünsche, einfach weil ich gerne diesen großen Garten hätte, weil ich gerne in die Richtung gehen möchte als Selbstversorger. Ich habe mega viel Spaß, also wirklich mega viel Spaß daran, Sachen groß zu ziehen. So Pflanzen, Obstbäume, halt das, was einen auch Ertrag bringt. Also wovon ich leben, mich ernähren kann, sowas dann halt. Dann halt schon dieses schöne große Grundstück mit den entsprechenden Obstbäumen, mit Gewächshaus für so Tomaten, Paprika und sowas. Großer Garten, wo man dann auch Erdbeeren oder alles Mögliche halt platzieren. Ich muss nicht mal die Liste hoch und runter gehen, weil wenn ich das mache, dann muss ich einfach nur nach Piers hier gehen und kann mir einfach das Saatgut angucken, was er anbietet. Dann kann ich sagen, und das möchte ich anpflanzen, das möchte ich anpflanzen, das möchte ich anpflanzen. Nein, ich möchte einfach möglichst viele verschiedene Pflanzen natürlich anpflanzen, die mich dann ernähren und sowas. Hey, das soll jetzt aber nicht sowas heißen, dass ich dann gar nicht mehr einkaufen gehe oder so, ne? Weil, wenn wir jetzt uns Essen holen, zum Beispiel wahrscheinlich im Supermarkt, ne? Sondern, dass ich einfach den größten Teil davon mir selbst mache, mir selbst anbaue, mir selbst ernte, sowas. Das ist mein Plan dann. So, hey, ich habe einen relativ großen Apfelbaum zum Beispiel auf dem Grundstück stehen. Der wird dann im Herbst geerntet, wenn die Äpfel reif sind. Und wenn das dann so ist, dann werden die zum Beispiel teilweise getrocknet, dass man da Apfelringe oder so draus macht. Oder zu Saft gepresst, dass man für das restliche Jahr dann, also das nächste kommende Jahr auch wie schön selbstgemacht Apfelsaft hat und sowas. Weil das ist, aus meiner Sicht, das ist halt, wie ich jetzt sage, komplett aus meiner Sicht und meine Wünsche und meine Träume viel, viel besser als der ganze Schmuck, den man so im Supermarkt kauft. Das ist ja klar, es ist auch irgendwo
pasteurisiert oder wie man das auch schimpft, dass der haltbar gemacht wird. Aber wenn man mal drauf guckt, dann steht da immer schön drauf, hey, das ist jetzt ein Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat. Heißt nichts anderes als, Apfel wurde frisch gepresst, wurde so lange gekocht, bis das meiste Wasser daraus war, war nur noch Konzentrat da, das nimmt weniger Platz ein, ist damit günstiger zu verschicken. Und vor Ort und Stelle wird das Ding einfach wieder mit Wasser verdünnt und dann hat man Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat. Ich denke mir, ich nehme es mir frisch aus dem Apfel, mache mir das frisch. Hat man das gehört? Hat man das gehört? Ich glaube, ich muss einmal... Guck mal, da sieht man wieder, wie gut ich vorbereitet bin. So, ich muss einmal ganz kurz bei mir einstellen, dass man keine Nachrichten hört. Das wäre standardmäßig bei mir eingestellt. Habe ich mich geirrt. So, guck mal, jetzt rede ich von Träumen und Wünschen, da wird man hier unterbrochen. Unmöglich, die Leute von heute. Nein. Du warst stehen geblieben. Träume, Wünsche, großes Haus, gut, genau. Ich möchte mich mit mir selbst versorgen. Und das dann auch jetzt vom Saft wegzukommen, zum Beispiel, weil darum dreht es jetzt gerade so ein bisschen, das Gefühl, ist einfach dann auch sowas wie Tiere. So eigene Hühner für eigene frische Eier. Die Hühner dann früher oder später, dass man die auch. Ich würde von mir behaupten, ich werde nicht schlachten können, weil ich einfach dazu nicht die mit der Mensch bin, dass ich das irgendwie schaffe oder machen kann. Deswegen, dass man die dann irgendwie zum Schlachter seines Vertrauens bringt und dann hat man bestes, feinstes Bio-Hähnchenfleisch. Besser kann es eigentlich nicht sein, oder? Besser kann es eigentlich wirklich nicht sein. Das ist so, wie ich es mir denke. So wie ich mir das wünsche, wie ich besser träume. Dass ich einfach, das klingt jetzt sehr blöd gesagt, aber dass ich einfach näher in der Natur wieder bin. So wirklich nah in der Natur dann. Das ist so, ich glaube, der Hauptgedanke dahinter. Dass man, oder dass ich näher mit der Natur verbunden bin, aber auch gleichzeitig mir ein schönes Leben daraus mache. Das ist ja auch das Wichtige dabei. Das ist sowas, wovon ich... Was ich mir wünsche, was ich mir träume. So, mal gucken, was die Zukunft bringt, ne? Vielleicht wird es erstmal nur Eigentumswohnung, da wird es dann auch schwer, sowas zu machen. Ich könnte mir irgendwie auch einen Schrebergarten holen. Aber da hatte ich tatsächlich Angst, dass ich den irgendwie vernachlässige und dass es dann Ärger gibt oder Strafen. Was mache ich eigentlich? Ja, komm, Hilfisch angeln wir jetzt. Der hat sich's verdient, geangelt zu werden. Ich will eigentlich nur Müll haben, aber naja. Der Müll beißt heute aber nicht so gut. Das ist blöd. Aber egal, das wird jetzt das Müllfishing-Wochenende. Da ist ja Willy. Hallo Willy. Wie läuft das Fischerleben für dich? Ach scheiße, ich will Müll angeln und krieg keinen Müll, Willy. Glaubst du es mir? Ja, guck mal da, ich fange an zu angeln, Willy. Haut ab. Geh doch nach Hause, du. Nee, der will in die Kneipe, will saufen gehen. Ach ja, der hat wahrscheinlich auch jetzt mitbekommen, was für Wünsche und Träume ich habe. Vielleicht habt ihr auch ähnliche Wünsche, ähnliche Träume oder... Was kommt anderes? Das würde mich tatsächlich mal so ein bisschen interessieren, was ihr so für Wünsche, Träume habt, worüber ihr so einen Tag träumt, sowas dann, sag ich mal. Das würde mich tatsächlich interessieren. Das ist natürlich aber sowas, was euch zu peinlich ist, ne? Niemand zwingt euch. Fühlt euch nicht genötigt dazu oder ähnliches, sondern macht das alles nur, wenn ihr wollt. Ich würde mich natürlich freuen, weil das ist ein super interessantes Thema. Also ja, man merkt schon, dass es doch in Richtung Deep Talk so ein bisschen geht, wenn man dann kommt dann immer auf die richtige Person drauf an, weil ich führe jetzt aktuell quasi, wo ich das ja auch wieder so ein bisschen Selbstgespräch führe ich mit mir selbst Deep Talk. Das ist deep. Das ist sehr deep. Ach ja. So geht ein weiterer Tag Fischen vorbei. Wir haben 3 Müll gesammelt insgesamt. Wir haben 3 Müll insgesamt gesammelt. Das ist, oh, ist schon ein bisschen peinlich. Ich bin einfach ein zu guter Angler, aber ich angel keinen Müll, ich angel nur Fische. Ja, so ist das nun mal. Schade, schade. Gut, ist der Samstag quasi auch rum. Was ich jetzt noch tatsächlich machen würde, um die Zeit so ein bisschen auszunutzen, dass es nicht wirklich einfach nur Totgequatsche von meiner Seite an euch ist und wir einfach nur angeln und gucken, dass wir Müll ranholen und, werde ich mir jetzt die Axt schnappen, die ich habe. Werde nochmal unten in den Zundersanftwald gehen
und werde dort nochmal so ein paar von denen hier holen. Weil die sind wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. So, die Tiere sind auch alle drin. Das heißt, ich kann hier mal eben Schub zumachen. Zumachen. Nase kratzen. Zumachen. Und während wir bald gehen, Schluck trinken. Jetzt sehe ich aktuell so eine süße Schiene, weil ich jetzt die Sirupgetränke weglasse. Also werde ich vielleicht ein bisschen noch, ich habe ja immer diesen Waldmeister-Sirup oder Eistee-Pfirsich-Sirup einfach nur Wasser gemacht. 0 Kalorien. Und ja, das habe ich immer getrunken. Jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen was mit Geschmack zwischendurch dann. Und das ist momentan bei mir zuckerfreier Energy. Ist, glaube ich, jetzt zur Uhrzeit. Wir haben 10 nach 8 nicht so ganz das Optimum. Einfach, weil ich da früh sehr, sehr lange wieder wach sein werde. So, schwupp, 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 schwupp. Ja, komm, du machst 3 Schaden. Ich habe 3 Millionen Leben gegen dich. Ja, 140, also nix. Du kannst mir nix, du Kleiner. Naja. Gut, hier ist alles abgeholzt. Ich würde sagen, gehe ins Bett und starte den Sonntag. Und würde einfach mal sagen, damit ich euch hier nicht zu 100% langweile mit irgendwelchen Pseudo-Deep-Talk-Themen oder ähnlichem, breche ich hier an der Stelle die Quest von Linus ab. Gucke, dass ich die ein oder andere Mal nachhole, wenn mehr Zeit ist. Weil 20 Müll zu angeln könnte doch schon ein bisschen problematisch werden. Außer jetzt kommt einer von euch mit dem ultimativen Tipps um die Ecke und sagt so, hey, wie wär's denn mal, probier jetzt das und das aus. Dann bin ich wahrscheinlich sehr doof aus der Wäsche gucken, aber wäre vielleicht auch sehr dankbar, weil Angeln ist nie so meins gewesen in Stardew Valley. Nie so wirklich. Haben wir heute Koso 5 überhaupt geguckt? Komm, wir gucken Koso 5 nochmal nach. Ganzen Tag sonnig sein. Sehr schön. Das ist doch das, was wir wollen. Es wird spät. Ja, bin doch schon im Bett. 20. Tag im Frühling. Ach Gott, ja. Der letzte Tag jetzt vom... Oh, jetzt habe ich gar nicht auf das ganze Geld gehabt. Aber ich habe gesehen, die Preiselbeeren haben nicht so viel gebracht wie die Sternfrüchte. Die Sternfrüchte haben ja massiv viel Geld gebracht. So, gucken wir einmal Wetterbericht. Morgen wird es auch wunderschön und sonnig. Königin der Soßen. Ich muss das ordentlich vorlesen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist volles Frühstück. Und dann kann ich ein halbes Frühstück bitte haben. Dankeschön. Dankeschön, okay, wer schreibt mir denn jetzt schon wieder an? Habt ihr kein Handy? Könnt ihr mir WhatsApp schreiben? Mitteilung, Pierre hier, ich möchte gerade wirklich, wirklich einen Teller Sashimi. Ich werde gutes Geld an die Person bezahlen, die mir einbringt, Pierre. Frag mal Linus, der kann das gut. Ah, Sashimi, Sashimi. Sashimi. Einfacher geht's nicht. Einfacher geht's nicht. So, oh, wir haben wieder Kaffee. Der wechselt immer ganz schön schnell. Vor allem wird er uns jetzt eine lange, lange Zeit begleiten. Oh, stimmt, jetzt weiß ich, wo ich gestern noch vorbeifahren wollte. Ah, ich wollte mit dem Minenkart in den Steinbruch fahren. Hab ich vergessen. Naja, so, Tiere rauslassen. Good morning, wakey, wakey, rise and shine. Geht's euch gut? Habt ihr gut geschlafen? Eier können wir mal liegen lassen ein bisschen. Oink, oink, oink. Oink. So, Tiere sind glücklich. Trony? Nein, Trony ist doch hier. Cesar sieht heute wirklich glücklich aus. Ja, frisches Gras. Kann man nur glücklich sein, oder? So, ich bringe mal eben das Hartholz. Bringe ich mal eben hier. Oh, die Möhren sind fertig. Das hebe ich mir mal auf. Kaffeebohnen tue ich hier rein. Ja. Guck mal kurz nach den Sternfrüchten. Mal gucken, wie weit die sind. Ein bisschen am Kopf kratzen. Wenn es juckt, Stelle merken und waschen.
Und dann haben wir hier a lot of Erdbeerchen. Schöner wird es sein, wird man tatsächlich, weil die Sternfrüchte noch ein paar Tage brauchen werden, werde ich mal tatsächlich jetzt Erdbeerwein probieren. Das wird bestimmt. Wird bestimmt gut. Hab ich ein Gefühl. So. Ist nicht im Blumenkohl gebuddelt, oder? Ich hoffe für dich, du hast nicht im Blumenkohl gebuddelt. So, ich kaufe jetzt dann. Oh, der Blumenkohl ist auch fertig. Sehr schön. So, dann kann ich jetzt nämlich noch Sachen kaufen, die in genau einer Woche wachsen. Ich kaufe gleich einfach mal wirklich ein. Was zu viel ist, ist halt zu viel. Das hier hier fürs dritte Jahr dann auf. Hast du eine Trüffel geholt? Er hat eine Trüffel rausgeholt. Gutes Schwein. Braves Schwein. Gute Troni. Gute Tronje. Oder Tronje. Tronje. Das Schwein hat mein ganzes Blumenkohl bestimmt gegessen. Nee, der hat mich geerntet, Alex. Laber doch nicht so ein Blödsinn hier. I'm sorry, ich laber meistens das wirklich, was mir als erstes in den Kopf kommt. Aber manchmal ist mein Hund dann doch ein bisschen schneller als mein Gehirn. So, rein damit. So, wir gehen zu Pierre, kaufen uns den Saatgut, geben ihm das Sashimi. Er wird happy sein. Wie gut sind wir mit Pierre befreundet? Wieso bin ich mit Louis besser befreundet als mit meiner Freundin? Kann mir das meiner sagen? Ach ja, falls euch fragt, Alex, wann heiratest du denn endlich die Lea? Wir haben so uns ausgesucht, wir warten auf die Hochzeit. Ich glaube, diese Woche ist das Blumentanzfest. Ich möchte einmal mit ihr tanzen auf dem Blumentanzfest und danach wird der Eintrag gemacht. So, Blumentanz ist am Mittwoch. Das heißt, nächste Folge ist, kommt ja Montag dann. Montag, am Mittwoch ist dann der Blumentanz und hier am 25., wenn der Buchhändler da ist, wird der Antrag gemacht und dann dürfte, glaube ich, die Hochzeit am 28. sein. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Ihr seid alle eingeladen. Kommt bitte so schick wie möglich. Ich werde auch mich sehr schick anziehen, natürlich. Und dann werden wir Halleluja heiraten. Es wird aber auch Zeit. Ich hatte schon Entzugserscheinung. So dringend wollte ich Sashimi essen. So gut. Danke, Peters. Danke schön. Es gibt auch Zeit. Ich habe den Brief doch erst gestern schon rausgeschickt. Okay, 4 Tage, 12 Tage. Blumenkohl ist raus. Kartoffeln wächst in 6 Tagen. Wäre vollkommen okay. Grünkohl, 6 Tage. Wollen wir nochmal Grünkohl pflanzen? Ich glaube, nochmal so einen ganzen Batch an Grünkohl. Nehmen wir jetzt einfach mal ein paar mit. Zack. Das lohnt sich schon auch halt. Pia. Gib mir doch ein bisschen Qualitätsdünger mit noch. So, ich weiß, es sind mehr als ich brauche, aber ich kaufe jetzt schon mal extra mehr, weil irgendwann werden wir es brauchen. So, im gleichen Zuge. Ach ne, komm. Ich wollte noch runter zu Willy rennen und dort mir die wunderschöne Billigangel holen. Aber lassen wir erstmal. Ich gehe jetzt mal kurz bei Robin vorbei. Vor mir fliegt eine Fliege wieder rum. Gucke dort eben, was so der Plan wäre, ist, als nächstes zu bauen. Ich würde mir gerne noch einen Schuppen bauen, dass die ganzen Kisten endlich mal reinkommen. Robin ist da. Dankeschön, Robin. Auf dich ist wenigstens Verlass hier, weißt du das? Ah, was will ich nur ordentlich machen? Schuppen. 15.000. Ich habe zu wenig Geld. So was, Robin, kommt dann. Holzstein. Guck mal, ob wir einen Hühnerstall bauen können. Wir können einen Hühnerstall bauen. Komm. Nee, wir wollen nichts aus der Kiste angeln. Wir nehmen das da ganz normal raus. Was machst du hier? Eieiei. Nee, machst du einen Spaziergang? Ja. Ich hätte gerne noch einen Hühnerstall, bitte. Würdest du mir einen basteln? Da raus, die Tiere. Nach oben oder nach unten? Dankeschön. Okay, das wusste ich nicht, wenn man dann baut, dass die dann abhauen. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen. Ja, danke dir. So, dann gehen wir jetzt einmal Richtung Steinbruch. Da dürfte ich ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch so ein paar Zapfhähne angebracht haben an den Eichen, die da standen. Weil, ich stehe sowieso rum. Oh,
Ein Lauch, den kann ich George schenken. George mag Lauch. So, ich bin jetzt faul. Schwuppdiwupp. Und tralala. Ja, hier hängen ein paar, aber die haben wir nichts abgeworfen. Okay, schade. Schade, schade. Dann zurück in die Stadt. Wir können dem, können unserem Georgie einen Lauch schenken. Der wird sich bestimmt freuen. Er denkt sich an, boah, geil, ich liebe das Zeug. Ich will es haben. Wir können mal die, ich wollte gerade Drachen-Mayo abgeben, das war die Dino-Mayo. Einmal Dino-Mayo bitte. Bitteschön. So. Ich brauche das Reifefass, dass ich mein Dingens zu Kaviar machen kann. Das habe ich schon. Hätte ich theoretisch gehabt. Dafür brauche ich aber, glaube ich, auch ein Reifefass. Oh, meine Nase juckt gerade. Ich habe das Gefühl, dass fast jedem Let's Play, was ich mache, wo ich eine Folge aufnehme, meine Nase immer juckt. Ich gucke mal ganz kurz nach dem Reifefass. Ob ich das nicht schon bauen kann. Ein Machtgefäß. Gemüse, Dingens. Nee, nee, nee. Nö, 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 nö. Okay, kann ich noch nicht. Schade. Pia ist mit der Lugung. Was? Pia hat mir 1000 G dafür gegeben? Das ist aber großzügig, du. Aber sehe ich aus wie Lieferando oder so? Nö, nö, nö. Ach, hier, guck mal. Hallo, Elli. Grüß dich. Für mich? Danke dir. Bitteschön. Ich denke darüber nach, ein paar Klamotten zu spenden. Ich habe sicher 100 Paar Schuhe. Ja. Wenn die Armen aus Susu-Stadt mit deinen Schuhen rumlaufen sollen. Ich stelle mir das lustig vor. Ach ja, ach ja, ach ja. Okay, Lachsbärensaison ist jetzt offiziell vorbei. Habe ich nicht so stark ausgenutzt. Ist auch okay so. Genau, dann wollen wir einmal... Okay, ich brauche dafür Werkzeug. Ich brauche dafür meine Hacke und meine Gießkanne. Die habe ich ja zum Glück. So, dann machen wir nämlich als erstes... Überall so ein Feld hin, wo vorher kein Feld war. Machen dort Dünger rein. Natürlich nur den guten Dünger, das ist wichtig. Nehmen die Gießkanne. Ich habe George sein Geschenk nicht gebracht, verdammt. Egal. Hofbewirtschaft ist wichtiger als George, auch wenn George und ich fast Best Friends sind. Zack, zack. Dann nehmen wir das hier. Und verteilen es großzügig auf den Feldern. Da einen hin. Wann hier aus dem Weg? Mir fast passend gekauft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Packen wir das mal hier zu den anderen Utensilien. Alles klar, haben wir. George kriegt seinen Lauch. Ob er will oder nicht. Die uralte Ultrasamen, den werde ich im Sommer anpflanzen. Das ist eine Herbstpflanze, kann ich mal sortieren. Radieschen kann ich dann anpflanzen. Sommersaat kann ich dann anpflanzen. Ja. 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 Nicht schlecht, würde ich sagen. Okay, bringen wir ganz kurz hier die Erdbeeren rein. Dip, dip, dip. So, auf zu Georgie. Oh, Georgie, ich habe ein Geschenk für dich. Du wirst dich freuen. Du wirst dich wirklich freuen. Oh, hey. Er liebt Lauch. Ich weiß zwar nicht wieso, aber er liebt Lauch. Dann werde ich auch mal meinen Weg nochmal unten in den Wald machen. Die Axt habe ich mit, ne? Axt habe ich mit. Einfach mal ein paar Bäume fällen. Unten die Zwiebeln einsammeln. Und allgemein einfach sammeln, weil... Überlegen, hatte wer Geburtstag eigentlich? Shane hatte gestern Geburtstag, aber ich glaube, mit dem bin ich schon ziemlich dicke, oder? Ja, okay, mit dem kann ich mich besser befreunden aktuell. Wenn ich mich mit ihm besser anfreunden will, dann muss er mein fester Freund werden, das möchte ich nicht. So, wo ist Opa? Opa, Oma, wo ist Opa? So schön an des Meeres zu leben. Das Geräusch der Wellen wiegt mich immer in den Schlaf. Ja, das glaube ich. Oh, da ist er. George. Roll nicht davon. Warte auf mich. Ich habe was für dich. Verdammt. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Gerne doch, George. Hab dich. Sind wir Best Friends? Nein, noch nicht. Ha. So knapp. So knapp. Und doch vorbei.
Okay, dann auf in den Wald. Ein bisschen Holz hacken, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Gemeines. Entschuldigung, Linus, wir holen das nach. Wir holen das wirklich nach. Okay, sammeln ist auch fast fertig. Das ist gut. Der Buchhändler kommt. Was ich mir dabei jetzt so ein bisschen denke, ist, dass wenn der Buchhändler kommt, dass da auf jeden Fall Geld diesmal da sein sollte. Weil ich will mal endlich ein Buch oder so kaufen. Weil die bringen ja schon anscheinend was. Aber davon muss ich ja so ein Buch leisten können. So, weg damit. Wir holzen wieder den Wald ab hier. Der Baum muss gefällt werden. So, das nehmen wir natürlich mit. Schade, dass die kein Hartholz droppen. Das wäre echt cool. Das wäre wirklich echt cool. Okay, das ist noch Meerrettich. Meerrettich nehmen wir auch. Während ich hier ganz komisch meinen Bart kratzen sollte. Weil es gerade piekst. Weil ich zu viel rede. Weil ich immer noch Schwafel bin. Blubberfasel, bla, Schwafel, Schwafel, Schwafel. Aber das gehört dazu. Ich habe für meinen Teil damals schon gelernt. Ich habe ja, das ist eine Story, die ich erzählen kann. So ein kleiner Schwank aus der Jugend. So, in der damaligen Hochzeit von Let's Plays, das war ja vor 10 Jahren ungefähr. Wenn ich sogar schon noch länger. So Gronkh mit seinem Minecraft-Let's Play und all sowas, das ist ja, ist halt legendär. Und ich wollte das damals natürlich auch machen, weil hey, ich mag Videospiele. Und viele haben damit Geld verdient. Ich habe mir gedacht, so, wenn damit auch Geld verdienen könnte, das wäre richtig cool. Ja, mit meiner, mit dem Bruder von meiner damaligen, und sogar von meiner ersten Freundin, habe ich dann sogar zusammen ein Let's Play Together Minecraft gemacht. War auch ziemlich lustig, wir haben aber nur 5 Folgen so hochgeladen. Also wir haben das tatsächlich super schnell irgendwie vor die Wand fahren lassen, weil wir nicht die gewünschten Ergebnisse hatten, die wir wollten. Wir wollten halt am besten von heute auf morgen. Ne? Heute weiß ich, hey, mach mal einfach entspannt und hier und da. Und das ist halt super schwer damals gewesen für mich als, boah, wie alt war ich da? Ja, das muss ich rechnen. Ich bin 30, vor 10 Jahren, nee, warte, das war schon länger her. Boah, 12 Jahre oder so ist das her, da war ja dann diese Hochzeit. Vor 12 Jahren war das. Da war ich 17, 18, Pi mal Daumen. Schon fast 19. Und ja, damals dann ein paar Let's Plays gemacht. Hab auch mal versucht, solo Let's Play von Minecraft HC zu machen, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte. Habe ich dann aber auch schnell wieder eingestampft, weil ein Kollege hat sich das angeguckt aus der Schule damals und der hat mir dann super nett auch dann gemeint, aber mir halt Feedback geben wollen. So, was ich hätte besser machen können. Dann habe ich mir auch gedacht, so, ha. Ja, weiß nicht. Hab das halt super schnell eingestampft wieder. Wenn ich mir so denke, hätte ich das damals durchgezogen. Vielleicht wäre ich auch recht groß geworden. Wer weiß. Irgendwann an einem bestimmten Punkt. Jetzt denke ich mir nur, ich schwafel hier nur. Zum Beispiel, wenn du meine Freundin an. Hallo, Schatzi. Ach Gott, ich bin nämlich wie so ein verliebtes Kleinkind. Wenn du ein interessantes Stück Treibholz findest, könnte ich etwas damit anfangen. Hab ich nicht mit, sorry. Hätte ich Linus gegeben. Ist halt so. Aber nee, jetzt denke ich mir so, das ist tatsächlich der Hauptgrund, das passt nämlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe im Stream. Und zwar habe ich in erster Linie das Streamen tatsächlich angefangen. Let's Play, Entschuldigung. Nicht das Streamen. Das Streamen ist nochmal eine andere Geschichte. Das kann ich mal gerne in der nächsten Folge gerne erzählen. Aber das Let's Play habe ich jetzt angefangen, um ein besserer Streamer tatsächlich zu werden. Weil sowohl jetzt im Let's Play-Bereich als auch im Streaming-Bereich ist es ja so, man muss ein bisschen erzählen, man muss ein bisschen quatschen, am besten dann noch entertained sein. Und dann hat man da halt Potenzial, eine Community aufzubauen. Das ist ja der Wunsch, den wir alle haben. So, ich sag mir, ich muss damit nicht reich werden, wie viele andere, sondern ich möchte mir eine kleine Community aufbauen und mein Ding machen und Spaß haben. Gerade dann, wenn es in diese Richtung geht, ist es auch oft so, dass man dann sehr stark wächst und dass es nochmal in eine andere Richtung geht, aber ich schaue einfach, wo es hingeht, ja? Und Let's Play ist einfach für mich diese Übung, dass ich
irgendwelche Sprüche drauf habe, dass ich da frei reden kann, dass ich das Spielgeschehen auch während des Streams so ein bisschen kommentiere und, weil beim Let's Play fühle ich mich da so ein bisschen gezwungen und ich habe das Gefühl, was mich und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere Streamer angeht, ist einfach, dass viel drauf Wert legen, dass die Community gerade da ist und die paar Leute, die da sind, dass man auf die quasi angewiesen ist, dass die irgendwas schreiben, dass man mit denen interagieren kann, dass man immer noch was zu erzählen hat und so, weil das ist ja halt der Unterschied für mich, der Hauptunterschied vom Streamen zu Let's Playen ist einfach, das hier ist on demand. Beim Stream sind wir immer darauf angewiesen, oder ist man darauf angewiesen, dass Leute kommen, wenn man live geht. Das ist zeitlich gebunden. Und dieses, gerade dieses, wie es so ist, oder wie ich es gerade erklärt habe, ist für mich ein Riesenmanko, wenn man sagt, okay, ich muss mich jetzt auf mögliche Zuschauer verlassen, die irgendwas da reinschreiben, dass man mit denen interagieren kann. Ja, das ist wichtig, mit den Zuschauern zu interagieren, keine Frage. Aber man selbst als Streamer, als Creator, ist dafür verantwortlich, auch diesen Content zu liefern, auf den der Chat, also die Leute, die einem zugucken, darauf reagieren kann, dass man dann mit denen interagieren kann. Und das ist das, was ich üben möchte, weswegen ich Let's Plays mache. Und ich muss sagen, es macht mir Spaß. Es macht mir riesig Spaß. Und das aus zwei Gründen, die ich jetzt noch mitteile, bevor ich jetzt hier ins Stardew-Bett husche. Ich mache aber trotzdem, dass eben die Zeit anhält, dass ich genug Energie wieder kriege. Schwupp. Das ist nämlich, okay, nein, ich wollte sagen, warum es so Spaß macht, aus zwei Gründen. Erstens, ich spiele, wenn ich tatsächlich spiele, endlich mal durch. Gut, ich habe jetzt zwei Projekte am Laufen, beide noch von keinem was durchgespielt, aber eigentlich wäre Stardew Valley schon lange meine Zeit gekommen, wo ich gesagt hätte, okay, spiele ich jetzt da? Nee, ich habe jetzt keine Lust gerade zu spielen. Und dieses Let's Play, das motiviert mich einfach weiterzumachen. Und das ist nämlich der zweite Grund, dass ich sehe, egal ob anhand der Subs, die steigen. Wir sind übrigens Road to 100 Subscribern, also ich kann schon mal vorgreifen. Nein, ich greife das nicht vor, ich mach's gleich. Ich bin jetzt auf der Road zu 100 Subscribern. Ich sehe anhand von vielen Kommentaren, dass es euch gefällt. Ich sehe anhand der Watchtime, der Videos. Vielleicht haben die Videos, muss ich zugeben, tatsächlich irgendwie nur 2, 3 Aufrufe mal, die erst mit der Zeit dann auch steigen. Ne? Sieht man auch dieses On-Demand-Prinzip. Aber gerade dieses, wenn ich sehe, da sind 2 oder 3 Views nur drauf, aber die Watchtime ist genau 2-mal die Videolänge. Dann sehe ich, okay, geil. Und das ist das, was mich auch motiviert. Und deswegen sind das momentan so die zwei Dinge. Ich sehe, dass es gut ankommt und es tut mir selber gut, gerade auch mit meiner ambivertierten Art, die ich ja schon erzählt habe, weswegen ich hier jetzt auch weiter durchziehe. Deswegen auch nochmal ein fettes Dank an euch. Wir gehen ins Bett, gucken, was wir verdient haben. Oh, genau 9000. Genau 9000. Nicht schlecht. Mit so krummen Beträgen, 9000, glatte 9000. Nicht schlecht. Deswegen, jetzt kommt das, was ich vorgreifen wollte. Wir sind auf der Road zu 100 Abonnenten. Ich habe jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass das so schnell geht, dass wir auf einmal die 70 übersteigen. Deswegen, wenn ihr mit dabei sein wollt, noch zu den ersten 100 zu gehören und wenn das hier euch natürlich noch Spaß macht und ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und, ja, wenn es euch gefällt, wenn euch dieser Deep Talk heute Spaß gemacht hat, mache ich gerne auch mehr oder auch dann irgendwann später im Stream soweit ist, lasst gerne Like und Kommentar da. Auch gerne mit euren Träumen und Wünschen. Und wir sehen uns dann zum Start der vierten Woche im Frühling des zweiten Jahres. Ach Gott, ich muss mir was Besseres überlegen. Egal, haut rein.